Wald und Christoph Biemann. Über 1200 Sachgeschichten haben die beiden Autoren bislang sich ausgedacht. Wir sind auch im Vorfeld erstmal dumm, wissen nichts. Und dann gehen wir hin und versuchen es rauszufinden. Und begreifen unsere Filme eigentlich immer als so eine Art Reisegeschichte. Wir laden die Kinder ein, wenn ihr wollt, geht mit uns auf die Reise und es kann spannend werden. Wir entdecken vielleicht was dabei. Und wir versuchen immer zu vermeiden, uns auf ein Podest zu stellen. Das gelingt den beiden perfekt. Armin Maywald, der Penible, geht den Dingen auf den Grund. Er testet nicht nur Lollis, er hat bereits ein Lexikon angelegt. Christoph Biemann springt stellvertretend für alle Kids über Gräben, immer gut an seinem grünen Pullover zu erkennen. Dabei tritt er in so manchem Fettnapf. Die schon vielfach preisgekrönte Sendung feiert bald ihren 25. Geburtstag. Grund zur Sorge, dass den Autoren die Geschichten ausgehen könnten, gibt es nicht. Denn Alltagsrätsel lauern überall. Man muss sie nur erkennen. Zur Jahrtausendwende kommt die neue Euro-Währung. Ist das ein Grund, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen? Oder ist das eine große Chance? Das wollen wir heute Abend in der Aktuellen Stunde beleuchten. Und das wäre schön, wenn Sie dabei zugucken würden. Bis dann. Tschüss.